Kölner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner live. Ja, nach dem Innenminister und der Grenzsicherung kommen wir jetzt zum Wiener Wahlkampf. Der ist ja seit gestern mit lautem medialen Getöse eröffnet. Hatzi Strache darf antreten, ist ein Wiener und wird jetzt versuchen, der FPÖ Stimmen abzuluxen. Aber das ist gar nicht so einfach, denn die FPÖ befindet sich laut Umfragen, morgen haben wir eine ganz aktuelle hier auf OE24TV, wieder im Hoch und holt stark auf. Ja, und deshalb heißt das Duell Nepp gegen Blümel natürlich, aber auch Nepp gegen Strache. Sie müssen nach oben und nach oben angreifen und nach unten verteidigen. Nicht ganz einfach, Herr Nepp. Was sagen Sie denn zu dieser Strache-Aktion? Sie waren ja der felsenfesten Überzeugung, Hatzi Strache sollte in Wien nicht antreten dürfen, weil er hier nicht lebt. Also mir war es ziemlich wurscht, ob er jetzt antritt oder nicht, weil jede Stimme für ihn ist eine verlorene Stimme. Sie sagen es ja schon selber in Ihren eigenen Umfragen, er grundelt jetzt unter der Wahrnehmungsgrenze und vor allem unter der Grenze, dass er reinkommt. An 5%, ja. Ja, in anderen Umfragen ist er schon wieder bei 2-3%. Ja. Also ist auf jeden Fall eine verlorene Stimme, das erkennen die Wähler. Und die einzige Stimme der Nachhaltigkeit im Sinne eines rot-weiß-roten patriotischen Schutzschilds ist und bleibt die FPÖ. Und da gehen jetzt wir natürlich, weil wir steigen in Umfragen, in den Kampf um Platz 2. Und das wird ausgemacht zwischen Blümel, Hebein und Dominik Nepp. Und ja, da geht es mit Vollgas und vollmotiviert geht es da rein. Aber Sie haben ja ursprünglich gesagt, Sie werden diese Wahl anfechten, wenn Hatzi Strache antritt, weil Sie der Meinung waren, der Hatzi Strache hat im dritten Bezirk nichts verloren, der ist dort nicht, sondern er lebt samt Hund und Familie in Klosterneuburg. Jetzt sagt er, die Familie hat ihn verlassen, bestenfalls der Hund lebt noch in Klosterneuburg, er lebt jetzt in Wien 3. Das ist alles skurril. Ja, es wird gesagt, zuerst ist die heile Familie da, jetzt ist die Ehe zerrüttet, jetzt wohnt er in Wien, nicht mehr in Klosterneuburg. Also das ist ja alles, ich meine, wenn man nicht mehr glaubhaft machen kann, wo man wohnt und eigentlich die politische Debatte nicht mehr über Inhalte stattfindet, sondern nur noch über Wohnortsfrage und Privatlebensfrage. Ich meine, da hat man eh schon verloren. Da kann man ja nicht einmal dem Wähler irgendwie noch beibringen, warum man ihn wählen soll. Dementsprechend Wahlanfechtung habe ich nie gesagt, dass wir eine Wahl anfechten, ja. Weil zuerst muss man klassen, die FPÖ wird die Wahlanfechtung an der Strache antreten. Der Bundesobmann Hofer hat gesagt, dass es zu einer Wahlanfechtung kommen wird, aber nicht, dass wir anfechten, denn auch diese linke Partei, der Wandel, hat ja auch einen Einspruch erhoben. Jetzt geht das noch zum Verwaltungsgericht, ob das jetzt so bestätigt wird, wie eigentlich diese politisch besetzte Behörde, nämlich die Bezirkswahlbehörde, entschieden hat. Aber ich halte nicht viel von Wahlanfechtungen. Ich freue mich jetzt mal auf einen Wahlkampf und auf die Wahl. Das war ja eine Behörde, die aus 9 Personen bestanden hat. 4 SPÖ, ein ÖVP, ein Grüner und 3 FPÖ. Die 3 FPÖ-Mandatare haben dagegen gestimmt. Die haben dagegen gestimmt, dass Hatzi Strache einen Wohnsitz in Wien 3 hat. Warum haben die dagegen gestimmt? Wie Sie schon richtig sagen, ist es eine politische Behörde, die politisch besetzt ist. Und da hat natürlich das System gesagt, bestehend aus der SPÖ, der ÖVP und den Grünen, dass der Herr Strache ein Wiener ist. Warum? Weil natürlich diese Parteien uns schaden wollen. Es wird nur kein Schaden sein, weil er eh nicht reinkommt. Wir haben uns das aber jetzt nicht politisch angeschaut, sondern rechtlich angeschaut. Und da haben wir uns auch mit Verfassungsjuristen zusammengesetzt. Und diese Verfassungsjuristen haben uns ein Rechtsgutachten erstellt, ganz objektiv, wo wir gesagt haben, ist er Wiener oder nicht. Und die kommen zu dem Entschluss, dass er nicht Wiener ist. Dementsprechend haben wir uns dort auch negativ geäußert zu dieser Abstimmung. Denn eines ist schon wichtig, falls es zum Beispiel zu einer Wahlanfechtung käme, weil jetzt eine Linkspartei oder irgendwer anficht, dann ist diese Behörde, diese politische Behörde verantwortlich. Und das heißt, wenn wiederholt werden würde, sind die Mitglieder, die dort drin abgestimmt haben, dann haftbar. Und der Staat kann dort Regress anfordern. Und da wollten wir einfach unsere Mitglieder absichern, die dort drinnen sind, und haben daher gesagt, sie sollen dagegen stimmen. Und Sie meinen allen Ernstes, dass insbesondere die 4 SPÖ-Mandatare, die ja dort den Ausschlag gegeben haben, aber auch der Grüne und der schwarze Vertreter, dass die sozusagen Order hatten, den Hatzi Strache zuzulassen, um ihnen zu schaden? Ja, na selbstverständlich, Herr Fellner. Selbstverständlich? Na, selbstverständlich. Das ist eine rein politische Entscheidung. Das System hat sich wieder zusammengehängt. Das System war immer gegen die FPÖ, darum sind wir auch die, die einzig
glaubwürdig dagegen auftreten, gegen diesen Einheitsbrei von Rot, Grün und Schwarz. Und jetzt ist der Herr Strache der Systemkandidat vom Herrn Ludwig und der nützliche Handlanger der Linken. Das, was wir immer vorausgesagt haben, den einzigen, dem das nützt, dass der Strache antritt, sind die Linken. Und jetzt ist er quasi ja, der nützliche Handlanger von denen. Und wieso nützt ein Strache-Antritt dem Herrn Ludwig und der SPÖ? Das verstehe ich nicht ganz. Na, weil der Herr Ludwig natürlich glaubt, dass wir uns jetzt mit dem Herrn Strache die ganze Zeit beschäftigen und gar nicht seine Verfehlungen thematisieren können. Verstehe. Da irrt er sich aber, denn Bürgermeister Ludwig ist ja jetzt auch nicht neu und kandidiert vielleicht jetzt erstmals als Bürgermeister, ist aber schon seit zwölf Jahren in der Wiener Stadtregierung und hat sämtliche Beschlüsse mitgetragen. Das heißt, die gesamten Verantwortungen im Gesundheitsbereich, wo wir vor einem Debakel stehen, wo es ein Krankenhaus Nord gibt mit 1,5 Milliarden, die dort versemmelt wurden, das hat er viel zu spät geöffnet, hätte eigentlich nur die Hälfte kosten müssen. Im gesamten Migrationsbereich, zu wo wir jetzt die Straßenschlacht gleich haben, da war aber überall der Herr Ludwig dabei. Also Sie meinen, das Duell heißt Nepp Ludwig und nicht Nepp Strache? Das Duell wird sein, FPÖ gegen das System, ja, weil ja. Die haben sich ja alle eingehängt. FPÖ gegen alle mittlerweile. Ja. Schon, dass der Herr Ludwig nach den Umfragen Herr Bürgermeister wird, ja, ja. Ist klar. Die Frage ist nur, wie stark er wird. Wir werden ihn schauen, dass er so wenig stark wie möglich wird. Dann gibt es die Frau Hebein, die macht sowieso alles, was der Bürgermeister sagt. Die sind schon perfekt aufgemaschelt für die nächste Politehe, die nächsten 5 Jahre. Und der Herr Blümel ist doch auch kein Herausforderer. Der Herr Blümel maschelt sich auch jetzt schon auf, geht sogar schon auf grüne Positionen über, wie die autofreie City, die auch gefordert wird vom Bezirksvorsteher, vom ÖVP-Bezirksvorsteher im ersten Bezirk, und macht sich auch schon bereit für eine Politehe mit dem Ludwig. Das heißt, es gibt nur ein Gegengewicht und das ist die FPÖ, die diese, gegen diese Irrsinnigkeiten von Ludwig, von Blümel oder auch von Hebein auftritt. Mhm. Herr Nepp, darf ich noch eine Schlussfrage zum Strache stellen? Sie haben ja Ihre Karriere eigentlich mit zwei politischen Ziehvätern gemacht. Ziehvätern, ja? Das eine war der Johann Gotenus, das andere war der HC Strache. Ich glaube, das ist unbestritten. Die zwei haben Sie entdeckt. Die zwei haben Sie irgendwie zur Politik gemacht. Die zwei waren große Fans von Ihnen, haben immer gesagt, aus dem wird was. Ja? Der sozusagen soll in unsere Fußstapfen treten. Und der Gotenus, der ja eigentlich statt Ihnen hätte antreten sollen bei der Wienwahl, hat ja schon damals gesagt, er will das gar nicht, weil Sie können das so gut wie er und Sie sollen in die Wienwahl gehen. Er bleibt als Clubobmann. Der Johann Gotenus ist jetzt ja auch einer Ihrer großen Unterstützer, muss man sagen. Ja. Der ist ja ganz loyal und sagt, der Nepp ist großartig und sozusagen er gibt seine Stimme dem Nepp und empfiehlt es auch allen anderen. Beim HC Strache, der ja zweiter politischer Ziehvater war, die beiden haben da ja gemeinsam diese Stadtpartei lange Zeit aufgebaut und sie waren ja bei diesem Aufbau als Junior, wenn man so sagen darf, dabei, schon seit wie vielen Jahren? Mit der Jugendgruppe seit 20 Jahren. Genau. Ja. Und haben die zwei ja begleitet. Ich glaube, das ist ja unbestritten. Ne? Und das heißt, der Strache, der eigentlich ja Ihr zweiter politischer Ziehvater war, dem Sie ja unter anderem auch mit der Wiener Partei diesen großzügigen 2.500 € Wohnzuschuss gebilligt haben auf seinen Wunsch hin, der hat sich absondiert. Ist das nicht ein komisches Gefühl, wenn man da praktisch plötzlich zum Vatermörder wird? Also erstens, Vater habe ich nur einen, der heißt nicht HC oder nicht Johann Gotenus, sondern Fritz. Ja. Und groß geworden bin ich durch das gute Essen von meiner Mutter und auch nicht durch irgendwelche Mithilfe von HC Strache oder anderen Persönlichkeiten. Und wichtig ist nur eines festzustellen, dass genau das, was Sie jetzt gesagt haben, ja, er hat uns verlassen, er hat uns geschädigt und damit ist das Thema aber auch abgehakt. Sie haben 2.500 € Mithilfe gezahlt. Ich sage Ihnen eines, Herr Fellner, ich sage Ihnen eines. Dieser Mietzuschuss, der geht seit 2008. Das heißt, das waren Beschlüsse, da war ja noch gar nicht innerhalb der FPÖ so weit oben. Und ich habe eines gemacht, ich habe aufgeräumt. Ich habe das abgestellt, sobald ich in der Verantwortung war als Landesparteiobmann, weil es das unter mir nicht gibt. Das ist nämlich die Wahrheit. Wann haben Sie es abgestellt? Sobald ich Landesparteiobmann bin, habe ich mir das alles angeschaut und habe das abgestellt. Es gibt keinen Mietzuschuss mehr, das wird es auch innerhalb der FPÖ. Landesparteiobmann sind Sie geworden, wie der Gotenus zurückgetreten ist. Beim Rücktritt Strache-Gotenus, dann habe ich das abgestellt, weil das gibt es bei mir nicht mehr. In meiner FPÖ gibt es nicht mehr so etwas wie Mietzuschüsse oder irgendwelche Spesenexzesse. Ich habe mir das angeschaut, ich habe interne Kontrollsysteme aufgebaut, ich habe die Finanzen durchprüfen lassen und wir sind in diesem gesamten Verfahren ja Geschädigte.
Wir sind ja Geschädigte und Opfer und Sie können sich darauf verlassen, wenn uns jeden Cent, der ungerechtfertigt unter Täuschung ausbezahlt wurde, zurückholen. Die Frage ist ja, sind Sie jetzt ein politischer Vatermörder, weil Sie letztendlich dem Strache den Todesstoß versetzen werden bei dieser Wien-Wahl? Oder ist der Strache ein sozusagen Nachwuchsmörder, weil er gegen Sie antritt und sich nicht loyal verhält? Wer ist denn da von Ihnen beiden der Täter? Also es gibt überhaupt keinen Mörder. Ja, vielleicht gibt es nur einen. Er sagt, Sie sind der Täter, weil Sie haben ihn aus der Partei rausgeschmissen. Das stimmt ja nicht. Sie durch sein Verhalten. Dran, Herr Fellner, da muss man schon bei der Wahrheit bleiben. Er hat sich ja durch sein Verhalten selbst ausgeschlossen. Und ja, wenn er jetzt meint, mit einem eigenen Verein, mit einer eigenen Partei wie THC antreten zu müssen, dann ist er kein Mörder, sondern ein Selbstmörder, weil das ist ein politischer Suizid, den er da begeht. Es hat sich immer das Original durchgesetzt und das ist und bleibt die FPÖ. Und Sie sagen jetzt, es geht um den Platz 2, weil noch vor ein paar Wochen war ja das Thema, die FPÖ wird abschmieren bei dieser Wahl, unter 10% fallen, es wird ein Debakel werden. Selbst der Herr Hofer hat ja ein bisschen gezittert wie Espenlaub bei seinem montäglichen Sommergespräch, weil er gemeint hat, das Ergebnis wird nicht gut werden, 15% ist die Höchstlatte. Sie treten da jetzt ja deutlich selbstbewusster auf. Sie sagen, den Herrn Blümel schnupfen Sie weg. Na, wir sind eins, wir sind im Steigen. Und das ist harte, ehrliche und saubere Politik der FPÖ, vor allem hier in Wien. Und diese zigtausenden Funktionäre, die ehrenamtlich umher laufen, ja, die bewirken was. Und da bin ich auch dankbar. Und da sieht man auch, dass natürlich so eine Parteistruktur viel mehr wert ist als so eine Obskurantenliste wie beim THC, wo ja jetzt schon wieder Leute zurücktreten, die auf der Liste sind, wenn man draufkommt, dass sie den serbischen Staatspräsidenten beschimpft haben und den Kurz beschimpft haben. Das ist ja alles nur noch skurril. Und diese harte Arbeit macht sich bezahlt. Wir sind im Steigen. Es gibt Aufwind. Und ja, wir werden weiterkämpfen und Ziel ist es, dass wir in ein Match kommen, Blümel, Hebein, Nepp, dort sind wir jetzt bereits und dieses Match werden wir auch gewinnen. Und Sie wollen sozusagen der Stärkste von den drei Verfolgern sein? Es ist wichtig, dass es ein starkes Gegengewicht gibt, weil egal ob jetzt Blümel oder Hebein, die mascheln sich schon auf für einen Bürgermeister Ludwig und die werden nichts bewirken. Und die einzigen, die wirklich konsequent als Gegengewicht auftreten, bei den ganzen Irrsinnigkeiten im Bereich Zuwanderung, radikalen Islam in Wien und sozialer Gerechtigkeit, wo ich noch immer nicht einsehe, dass Gemeindewohnungen nicht an die Staatsbürgerschaft gekoppelt sind. Das heißt, dass einmal der Gemeindebau wieder zu einem Österreicherbau wird, weil viele Bürger, und ich komme jetzt viel herum, sagen mir in den Gemeindebauten, Herr Nepp, ich sage Ihnen eines, ich erkenne meinen Gemeindebau nicht mehr, der hat sich so verändert in den letzten 5 bis 10 Jahren, tun Sie was dagegen. Und das ist mein Auftrag, den werde ich nehmen. Ich wollte gerade darauf kommen, Sie haben von harter Arbeit geredet. Tatsächlich sind Sie ja in meinen Augen derzeit der fleißigste Wahlkämpfer. Sie düsen ja wie Tom Turbo da derzeit durch alle Bezirke, könnte man sagen. Ich glaube, kein Tag ohne Nepp in einem Wiener Bezirk, soweit ich das überblicke. Mhm. Ja, das heißt, Sie haben ja schon sehr, sehr fleißig den Wahlkampf irgendwann schon Anfang des Jahres eröffnet. Jetzt nehme ich an, wird der Turbo hochgeladen? Wie schaut denn Ihr Wahlkampf aus? Wann startet er? Wird diese Nepp-Bezirkstour jetzt fortgesetzt? Also fahren Sie wirklich hin und wenn Sie da jetzt, wenn ich das richtig beobachtet habe, jeden Tag in einem anderen Bezirk sind, also so Speakers Corner und diese Dinge machen, was hören Sie denn da von den Bürgern, die Sie treffen? Sie sagen es vollkommen richtig. Seit September bin ich unterwegs und toure von Bezirk zu Bezirk, bin auf Märkten, bei Speakerscornern, Standl-Verteilaktionen, Volksfeste, damals, wo es noch möglich war, vor Corona. Und das geht jetzt natürlich weiter und da habe ich mein Ohr beim Bürger. Und die Bürger sagen, das, was wir wollen, ist in was unser machen Wien. Was machen Sie da? Speakerscorners oder wie muss man sich das vorstellen? Speakerscorner, wo man Reden hält, wo man mit Bürgern in Kontakt kommt, wo man Austausch hat, wo wir Gemeindebauten besuchen. Echte, harte politische Arbeit, Türklinken putzen. Und das machen bei uns nicht nur die Funktionäre, sondern man muss immer führen durch Vorbild und das mache ich auch. Und ich höre mir das an, während sich andere Politiker verstecken im Rathaus, wie der Herr Ludwig, wie die Frau Hebein, oder der Herr Blümel sich nicht aus dem Finanzministerium raustraut oder der Herr Strache in seiner Villa in Klosterneuburg sitzt, bin ich beim Bürger draußen und höre mir die Probleme an. Und die klagen alle, dass sie Wien nicht mehr wiedererkennen. Und Sie sind jetzt wirklich jeden Tag in einem anderen Bezirk?
Jeden Tag durch einen anderen Bezirk. Ja. Heute zum Beispiel war ich ja in Simmering mit vielen netten Gesprächen von den Bürgern. Was hören Sie da, wenn Sie in Simmering sind und Sie reden mit den Bürgern? Dass die Bürger eben ihr Wien wieder zurückhaben wollen, dass sie dieses Lebensgefühl verloren haben durch einen Massenzuzug, der durch 2015, durch diese große Migrationswelle, wie ein Brandbeschleuniger gewirkt hat. Und da gibt es eben Gemeindebauten, wo wir jetzt vorher schon drauf zu sprechen gekommen sind, wo die Österreicher dort sagen, wir erkennen diesen Bau nicht mehr wieder. Da ziehen lauter Leute ein ohne Staatsbürgerschaft. Und das wollen wir nicht. Mein politisches Konzept ist, dass die Vergabe von Gemeindewohnungen, die Vergabe von sozial geförderten Wohnungen erstens auf die Staatsbürgerschaft abzielt und zweitens auf Integrationswilligkeit. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wenn ein Nichtstaatsbürger im Gemeindebau eine Straftat begeht, der im Gemeindebau wohnt, eine Straftat begeht, dann gehört dem diese Gemeindebauwohnung entzogen. Und wenn sich jemand nicht integriert durch Integrationstest, gehört auch diese Wohnung den Nicht-Integrationswilligen entzogen. Denn es kann ja nicht sein, dass bei solchen Sozialleistungen und der soziale Wohnbau, egal ob das jetzt der geförderte Wohnbau ist in Genossenschaften oder im Gemeindebau, ist eine Errungenschaft von der älteren Generation, der wir dankbar sein müssen, von den jetzigen Pensionisten. Die haben sich sehr viel abgespart, damit das überhaupt alles möglich ist. Und da sehe ich nicht ein, dass das jetzt verschenkt wird an irgendwelche Menschen, die hierher kommen, ist noch nie etwas beigetragen haben für die Gesellschaft, nicht leistungsbereit sind und nicht integrationswillig sind. Und solche Menschen brauche ich nicht. Und dort, wo ich kann, als Stadt oder als Staat, muss man hier Konsequenzen setzen. Und das wäre zum Beispiel ein Entzug der Wohnung, geht aber weiter Entzug der Mindestsicherung, weitere Sozialleistungen, Familienbeihilfe. Leute, die sich hier nicht integrieren wollen, die brauchen wir nicht. Also wenn ich richtig verstehe, ist Ihrer Meinung nach das Thema Nummer eins bei den Wienern, wenn Sie rausgehen und mit den Wienern reden, das Integrationsthema. Der Zuzug zu viele Ausländer in der Stadt und Wien muss wieder den Wienern gehören. Das ist ein Missverhältnis. Ja, und es gibt Parteien wie die Roten und die Grünen, die wollen den Migranten alles nachstecken, am besten noch mehr Zuwanderer herholen in einer wachsenden Stadt, die jetzt schon nicht für diese Menschenmasse ausgelegt ist. Da gibt es jeden Tag von der U-Bahn Defekte, Infrastrukturdefekte, das Gesundheitswesen ist nicht ausgelegt für so viele Personen. Und die stecken denen das natürlich alle hinten rein, weil sie sich hoffen, dass neue Wähler wieder hierher kommen und dankbar sind, dass sie ihr Geld bekommen. Das ist nicht unser Konzept. Ich bin zuerst für den Wiener da, für den echten Wiener und der ist Staatsbürger. Und wenn er Staatsbürger jetzt schon ist und vorher Migrationshintergrund hat, bestens integriert. Das sind die, die ich fördern will, aber sicher nicht irgendjemand, der hierher kommt, uns ablehnt, vielleicht noch die Scharia über unsere Verfassung stellt, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nicht haben will. Solche Leute brauche ich nicht, ganz ehrlich. Also Thema Nummer eins, Integration und Zuzug, überrascht mich, weil ich hätte mir eigentlich gedacht, das wichtigste Thema ist derzeit Corona, Arbeitsplatz und die Angst vor einer Pleitewelle im Herbst. Das wird es auch geben, selbstverständlich. Und da ist die ÖVP in Verantwortung zu nehmen, vor allem der Minister Blümel, der als Finanzminister eigentlich dafür zuständig ist. Und die zwei größten PR-Lügen, das wird in die Geschichte denken, das werden wir noch alle in den Geschichtsbüchern lesen, war, als Blümel und Kurz gesagt haben, wer schnell hilft, hilft doppelt und koste es, was es wolle. Beides waren PR-Lügen, stimmt nicht. Die Unternehmer kriegen noch immer kein Geld, der Fixkostenzuschuss ist ein Schmäh, der kommt nie an. Die Kurzarbeit, ja, kommt jetzt vielleicht an bei den Arbeitnehmern, aber man hilft den Unternehmern nicht, dass die wieder zurückkommen von der Kurzarbeit wieder in die Vollarbeit. Das heißt, diese Gesundheitswelle und diese Pandemiewelle wird zu einer Pleitewelle führen und diese Gesundheitskrise zu einer Wirtschaftskrise und zu einer Armutskrise. Und da muss man dagegen halten. Und da habe ich null Vertrauen, wie viele andere auch, mit denen ich gesprochen habe, null Vertrauen in einen Minister Blümel, der nicht einmal fähig ist, ein Budget zusammenzustellen, der 6 Nullen vergisst. Dann ist er im Untersuchungsausschuss, meint dann dort, er hat in ihren Laptop und kann sich 86 Mal nicht erinnern, dass er überhaupt irgendwas gemacht hat. Und jetzt wird er genauso vergessen, dass er Spitzenkandidat ist für die ÖVP Wien. Das ist ja nur eine Schmähkandidatur, das ist ein Teilzeitkandidat. Es glaubt doch niemand, dass der als Finanzminister hoch angesehener Posten ja, hier in Wien für die Wiener arbeiten will. Das tut der sich ja nicht an, der sitzt weiter in seinem Elfenbeinturm Finanzministerium. Reiner Schmäh. Überschattet das Thema Corona eigentlich diesen Wien-Wahlkampf? Überschattet das alle anderen Themen bei dieser Wien-Wahl oder ist es nicht so wichtig, wie man glaubt? Also nur weil Corona da ist, ja, sind ja die Probleme wie Kriminalität, Zuwanderungsprobleme, Integrationsprobleme ja nicht weg. Ja, das merken ja die Leute. Aber natürlich ist Corona auch ein Thema, das sich auch auf den Wahlkampf ausüben wird und auswirken wird, weil es zum Beispiel Großveranstaltungen nicht gibt. Ich sage jetzt solche Sachen wie der Neustifter Kirtag findet nicht statt, andere Großveranstaltungen finden nicht statt.
Und da ist es wichtig, eben, dass man aber dennoch jede Gelegenheit nutzt, direkt das Ohr beim Bürger zu haben. Das heißt, es ist nicht einfacher geworden in der Politik, aber wenn man ehrlich arbeitet für die Bevölkerung da draußen, da geht man so wie ich Tag ein, Tag aus von Türklinke zu Türklinke und redet mit den Menschen, weil nur so erkennt man wirklich die Probleme. Und wenn man ihnen die Stimme gibt, Herr Nepp, was bewirkt man dann damit? Weil letztendlich, sie werden in keine Koalition kommen, sie werden nicht mitregieren können, weil das hat die SPÖ ja ausgeschlossen. Das heißt, sie werden automatisch am Oppositionsbankerl verhungern in der nächsten Periode. Und auch Opposition ist Verantwortung, das möchte ich auch noch einmal sagen. Und wichtig ist eben, dass es ein starkes Gegengewicht gibt. Und wir haben viele Skandale aufgedeckt, Kraft unserer Stärke. Ich möchte nur eines erwähnen, zum Beispiel das Krankenhaus Nord, nur Kraft unserer Stärke, Bundesrechnungshof angerufen, den Skandal dort aufgeräumt. Wir hatten parteinahe Vereine, wo Subventionen von der Stadt direkt zu roten, grünen und schwarzen Vereinen geleitet wurde. Auch das Kraft unserer Stärke, Untersuchungskommission aufgedeckt, abgestellt. Und wir sind auch die Einzigen, die, den Finger in die Wunde legen der SPÖ, nämlich in diesem Migrationsfiasko und Integrationsfiasko. Da sind wir die einzig glaubwürdige Partei und wir sind rot-weiß-roter Schutzschild vor all diesen Wahnsinnigkeiten. Sie wollen die Kontrollpartei in Wien sozusagen werden. Wir sind die Kontrollpartei. Die Aufdeckerpartei. Wir sind die Kontrollpartei, wir sind die Aufdeckerpartei und wir werden auch noch weiterhin eine starke Kraft in dieser Stadt sein. Und ja, da, wir sind der Stachel im Fleisch von Michael Ludwig. Wie brutal wird dieser Wien-Wahlkampf werden? Also eines sage ich Ihnen, ich werde mir kein Blatt vor den Mund nehmen und diese gesamten Verfehlungen und wie ich schon eingangs erwähnt habe, ist der Herr Ludwig schon seit 12 Jahren in der Stadtregierung, hat alles mitgetragen und dieses gesamte Fiasko, was wir jetzt erleben, wo zum Beispiel bei der Integration Straßenschlachten jetzt schon stattfinden, vor denen wir gewarnt haben in Favoriten, wo PKK-Kurden gegen Erdogan-Türken aufeinander losgehen, wo die Polizei mit Steinen beschossen wird, wo sogar eine Vizebürgermeisterin Hebein mittendrin ist und dort auch noch mitmacht bei diesen Krawalltätern. Ja, da sieht man ja, dass Bürgermeister Ludwig schon längst die Kontrolle verloren hat. Er hat ja gedacht, über Millionen Subventionen in Integrationsvereine schaffe ich das Problem beiseite oder ich stelle die wenigstens ruhig. Wir haben jahrelang davor gewarnt, Jahrzehnte davor gewarnt, so funktioniert es nicht. Man muss beinhart rigoros durchgreifen, das heißt, wer sich nicht integrieren will, dem werden Sozialleistungen entzogen, wie Mindestsicherung, wie Familienbeihilfe und auch die Gemeindewohnung. Also, Sie treten auf, der Wahlkampf geht los, wann starten Sie offiziell? Ich bin schon längst unterwegs, offizieller Auftakt ist der 11.9. Der 11.9. ist der offizielle Auftakt, aber Ihre Plakate hängen dann ab wann? Ab Ende August. Das wird ein Knaller sein und ich freue mich, dass ich dann auch bei Ihnen präsentiere. Was wird der Knaller daran? Da werden Sie sich noch gedulden müssen. Da müssen dann sehen wir uns dann Ende August samt Ihrem Plakat das nächste Mal bei Fellner Live. Das war der Rechtsaußen des Wiener Wahlkampfs, könnte man sagen, Dominik Nepp. Höchste Zeit, dass wir einen Standortwechsel machen nach Linksaußen. Dort gibt es die Julia Herr, das linke Jugendgewissen der SPÖ. Und die wird heute Abend eine große Presseveranstaltung machen zur Vier-Tage-Woche. Jawohl, Sie haben richtig gehört, in Zukunft sollen Sie nicht mehr 5 Tage, sondern nur 4 Tage pro Woche arbeiten. Und der Niki Fellner wird die Julia Herr jetzt gleich fragen, wie das funktionieren soll, wer das zahlen soll, was man dann als Bürger davon hat, wenn man nur noch 4 Tage arbeitet. Der wird sie aber auch fragen, was sie von den Riesenboni der Auervorstände hält und wie sie überhaupt den Wiener Wahlkampf und die Politik derzeit sieht. Gleich bei uns Julia Herr und danach wird es richtig spannend, denn dann kommt das Kulturell Westenthaler gegen Tschapp und da wird es unter anderem auch um den Wiener Wahlkampf gehen. Also Julia Herr jetzt gleich und dann Peter Westenthaler gegen Josef Tschapp. Bleiben Sie dran, wir sind gleich zurück nach der Werbung.